Andreas W. braucht täglich 4 Gramm Cannabis, um seine Schmerzen zu stillen. Weil er seine Medizin illegal angebaut hat, steht er jetzt vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten unerlaubten Anbau von Cannabispflanzen vor. Der Angeklagte ist langjähriger chronischer Schmerzpatient. Bis zum Jahre 2013 erteilte ihm die Krankenkasse eine Zusage für ein notwendiges Schmerzmittel, dessen Kosten im Nachhinein dann nicht mehr übernommen wurden. Daraufhin besorgte sich der Angeklagte eine Ausnahmegenehmigung für den Erwerb von geringen Mengen an Betäubungsmitteln. Weil diese Mengen für ihn aber zu teuer waren, baute er selbst Cannabis an. Das Amtsgericht ist davon ausgegangen, dass hier eine Notstandslage vorliegt und hat den Angeklagten freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte Berufung eingelegt, machte aber im Prozess den Vorschlag, das Verfahren einzustellen. Doch damit ist Andreas W. nicht geholfen. Er will weiter kämpfen. Ja, das ist belastend. Man hat dann mit einem Problem zu kämpfen als kranker Mensch. Man macht sich kriminell, weil man keine Hilfe erfährt, beziehungsweise man hat eine Ausnahmeerlaubnis. Man kann sich die Cannabisblüten kaufen, aber nicht bezahlen. Ich möchte damit ein Zeichen setzen, dass da endlich hier irgendwas passiert, dass die Medikamente zumindest erstattet werden für die Patienten, die es wirklich benötigen. Der Prozess gegen den schwerkranken Mann wird jetzt fortgesetzt.